Schwache US-Arbeitsmarktdaten, ein schwacher ISM-Dienstleistungsindex, die Wirtschaft in den USA geht bergab, die Wirkung der Zinsen scheint angekommen zu sein und die Märkte jubeln, weil sie sich sagen, Mensch, super, die Fed wird die Zinsen nicht mehr anheben. Diese Auffassung hat man nach der Fed-Sitzung am Mittwoch schon vertreten und jetzt sagt man sich, ist doch alles, was wir haben wollen, der Arbeitsmarkt schwächt sich ab, das will doch auch die Fed sehen, also feiern wir eine Party, die Renditen fallen, die Kapitalmarktzinsen fallen also und die Aktienmärkte steigen. Damit passiert genau das, was eigentlich nicht im Interesse der Fed sein kann. Die Financial Conditions lockern sich weiter und das könnte die Fed zwingen, jetzt wieder hawkischer, also zinsbullischer zu agieren. Den Märkten ist das erstmal egal, weil sie sich sagen, wir wollen schlechte Nachrichten haben. Es ist doch alles super, aber es ist wahrscheinlich der Auftakt in eine Rezession hinein. Der Konsument in den USA wird deutlich schwächer und wer soll dann die Produkte kaufen? Das ist die Frage, die sich die Aktienmärkte aktuell noch nicht stellen. Schauen wir uns mal die Arbeitsmarktdaten an und die waren viel schwächer, als es offiziell den Anschein hatte. Wir haben zunächst mal 150.000 neue Stellen, 180 erwartet. Gut, das war jetzt nicht so eine große Abweichung nach unten, aber vor allem sehen wir, dass die Unemployment Rate, also die Arbeitslosenquote, auf 3,9% gestiegen ist. Die Stundenlöhne zum Vormonat etwas tiefer, zum Vorjahresmonat etwas höher. Dazu wurden die Stundenlöhne des Vormonats nach oben revidiert. Wir haben also nach wie vor einen signifikanten Lohndruck und hinzu kommt noch dann, dass diese Daten aus den Vormonaten August und September, nämlich die Zahl neuer Stellen, deutlich nach unten revidiert wurden, um insgesamt 100.000 Stellen. Also fast in jedem Monat bisher wurden die Daten dann nachträglich nach unten gestuft oder abwärts revidiert, so muss es heißen. In 8 von 9 Monaten war das bisher der Fall. Und wenn wir uns mal die sogenannte Household Survey anschauen, das ist eine Telefonumfrage, wo also die Leute angerufen werden und gefragt wird, hast du einen Job, wie schaut's aus? Während die Non-Farm Payrolls, also die Zahl neuer Stellen, das ist eine Anfrage der US-Verwaltung an verschiedene Firmen. Hier haben wir also Menschen, Konsumenten, die befragt werden mit einer Telefonumfrage. Und hier sehen wir, nach dieser Umfrage wären es 348.000 Stellen minus. Das wäre der, oder es ist der größte Fall in diesem Household Survey seit dem Shutdown. It's almost certain the US is in a recession, so titelt hier ein Twitter-Kommentar. Und wir sehen hier oben mal, wie stark das auseinanderdriftet, diese Non-Farm Payrolls, Anfrage an Firmen auf der einen Seite, wo immer weniger Firmen auch antworten. Und hier diese Household Survey, das driftet seit einiger Zeit auseinander. Und selbst bei den offiziellen neuen Stellen, nämlich diesen 150.000, war der Großteil Staatsjobs, während der Industriejobs weggefallen sind, geradezu abgestürzt sind. Also es ist wunderbar, hurra, hurra, die Wirtschaft wird in eine Rezession fallen. Und jetzt kommt noch dazu das sogenannte Birth-Death-Model. Das ist also ein Modell, das unter Reagan eingeführt wurde, das schätzt, wie viele neue Firmen entstehen und wie viele Firmen gehen pleite. Und dementsprechend so Pi mal Daumen wird das so geschätzt. Und hier hat man mal geschätzt, dass 412.000 neue Stellen dazugekommen sind durch das Birth-Death-Model, das in einen offenkundigen Abschwung der Wirtschaft hinein. Das ist schon relativ dreist, zeigt aber, wie manipuliert diese Daten sind, wie wenig ernst zu nehmen diese Daten sind. Und Diego Fastnacht sagt hier, die Arbeitslosigkeit ist auf 3,9% gestiegen. Von April 3,4 auf 3,9%. Das ist relativ zügig, das geht also jetzt relativ schnell. Barkin von der Fed hat heute gesagt, ja, ich höre mehr und mehr, dass vor allem die Mittelklasse-Einkommen-Konsumenten, dass die ihre Ausgaben zurückfahren, während die höheren Einkommen das bisher noch nicht tun. Und dann kam noch der ISM-Index Service, auch schwächer, mit 51,8, nur noch knapp expansiv von 53,0 erwartet, 53,6 noch im Vormonat. Das Einzige, was gestiegen sind, sind hier einerseits die New Orders, Employment sehr schwach, aber vor allem Prices Paid mit 58,6
sehr, sehr hoch. Alles über 50 ist ja weiter Wachstum. Das heißt, die Preise steigen schlicht weiter. Und der CEO von Target, großer Einzelhändler in den USA, hat heute nochmal davor gewarnt, die Konsumenten, die fahren ihre Ausgaben zurück, kaufen weniger Groceries und Toys, kaufen also weniger Lebensmittel und Spielzeuge zum Beispiel. Wir sehen hier rechts mal Credit Card Daten von Barclays. Hier sehen wir, wie stark die Kreditkartennutzung zurückgeht. Also die Amerikaner, die haben jetzt ihre Spargeschichten verbraucht durch die Stimuluspolitik der US-Regierung. Wir hatten, oder ich hatte schon mehrfach erwähnt hier, dass vor allem in den Earnings Calls, also da, wo Unternehmenschefs mit den Analysten sprechen, immer wieder die schwache Nachfrage erwähnt wird. Zuletzt, das nimmt also zu. Und hier zirkuliert im Internet dieses Bild Higher for Longer. 2023 bis 2023 ist tot. Also die Aussage der Fed, dass die Zinsen länger hoch bleiben werden. Mal sehen, denn wir haben ja unter anderem im ISM gesehen und auch in den Arbeitsmarktdaten, dass der Lohndruck hoch bleibt. Beim ISM sehen wir 58, irgendwas. Das ist nach wie vor steigende Preise. Also die Inflation geht nicht weg. Wir bekommen vielleicht eine Stagflation, also eine Situation, wo wir aufgrund der strukturellen Inflation, Demografie, Deglobalisierung und eben auch in den USA auch Dekarbonisierung eben weiter Inflationsdruck sehen. Global gesehen, so Hartnett von der Bank of America, sind die Zentralbanken schon dabei, die Zinsen zu senken. Teilweise 30 Zinssenkungen in 3 Monaten. Okay, aber die Wall Street sagt, das ist die beste aller Welten. Hier Fed Hiking Cycle looks done. Nach den US-Arbeitsmarktdaten, Wall Street revives Goldilocks trade after data. Also beste aller Welten. Wir sehen, dass die Indizes in den USA nochmal im Plus sind nach der gestrigen Rallye. Und das, obwohl Barkin von der Fed gesagt hat, naja, heißt aber nicht, dass wir nicht nochmal die Zinsen anheben. Aber die Wall Street sagte, lass den Mann doch reden. Wir waren, und das ist Stand gestern schon, so stark überverkauft, RSI auf Stundenbasis bei 92. Ich hatte es heute Morgen gesagt. Wir haben eine Situation, wo wir so extrem schnell von überverkauft zu extrem überkauft gewechselt sind. Das ist ein extremer Markt. Wir hatten gestern auf Stundenbasis den höchsten RSI bereits seit 2 Jahren. Aber das geht mit Sicherheit weiter nach oben. Ein Grund, warum solche Extreme auftreten, ist Mechanik, vor allem hier CTAs sind offenkundig hier Käufer, die hier zugreifen mussten, die dann fürchten müssen, scheiße, dann haben wir die Performance nicht, die wir brauchen. Hedge Funds hat es böse erwischt, die waren ziemlich short und ziemlich unterinvestiert in Aktien. Auch diese Charts hatte ich schon öfter gezeigt. Hier sehen wir mal vor allem die Most Shorted Stocks, also die Aktien, die am meisten geschortet waren, die sind jetzt am stärksten gestiegen. Und es ist meistens der Dreck, der geschortet wird, also die wirklich schwachen Aktien, die schwachen Unternehmen, die eigentlich fundamental kaputt sind. Aber jetzt eben in einer solchen Rallye, die den Dreck gerne nach oben spült, das zeigt die Qualität, dann eben gekauft werden. Und hier nochmal diese Grafik, es wird ja jetzt gejubelt, wow, Fed ist dann normalerweise steigen die Aktienmärkte auch. Aber was passiert in einer Recession? Wir hatten am 26. Juli die letzte Zinsanhebung der Fed. Und wenn wir uns den Kursverlauf anschauen, dann müsste es eigentlich seit dem 26. Juli nach oben gegangen sein, wenn man hier diesen historischen Daten glaubt beim S&P 500. Aber es ist ja nach unten gegangen mit 3 Monaten in Folge negativ, trotz dieser Rallye, die wir jetzt sehen. Und wir sehen, dass wir dann nach 184 Handelstagen etwa ein Tief erreichen, 26. Juli. Wir haben ungefähr 22 Handelstage pro Monat. Wir sind also jetzt so bei 65, 70 so um den Dreh. Und sehen jetzt also eine Rallye. Das ist vielleicht ein Hinweis an die Dauerbullen, die mich natürlich jetzt wieder kritisieren, weil ich gesagt habe, wir sind überverkauft. Ja, wir sind überverkauft, überkauft. Dazu stehe ich und das wird eine Korrektur nach sich ziehen müssen, auch wenn wir durch Mechanik eben jetzt noch mal diesen Schnaps nach oben gemacht haben. Glaube ich nicht, dass da jetzt noch im kurzen Zeitfenster viel Potenzial ist, obwohl hier die Hisbollah nicht offiziell den Krieg erklärt hat. Nasrallah hat ja diese vielbeachtete Rede gehalten, die er beendet hat. Alle Optionen sind auf dem Tisch. Aber er hat eben nicht einen direkten Kriegseintritt verkündet, aber gleichwohl die US
Flotte bedroht, indem er gesagt hat, wir wissen, wie wir euch attackieren können. Denkt an Afghanistan, Irak und Syrien. Also er hat Drohungen ausgesprochen, aber nicht offiziell den Krieg erklärt. Wir werden sehen mal, was am Wochenende passiert. Diego Fastnacht fasst die Mainstream-Auffassung zusammen, indem er sagt, siehst du, habe ich doch gesagt, wir haben hier kein Übergreifen dieses Krieges. Ich bleibe weiter dabei, dass es eine Frage der Zeit ist, bis das passiert. Warum? Aus meiner Sicht, weil wenn ich eine Organisation wie die Hezbollah bin, wenn ich eine Regierung wie Syrien, wie Iran bin und ich lasse zu, dass die Hamas praktisch komplett zerstört wird, kann man sagen, der Gaza platt gemacht wird und ich mache nichts, dann habe ich ein Problem, ein Legitimationsproblem, dann handle ich gegen die Prinzipien, die ich den Leuten immer erzähle. Das ist, glaube ich, der mitentscheidende Punkt, der hier zur weiteren Eskalation beitragen wird, auch wenn heute diese Kriegserklärung erstmal nicht passiert. Kommen wir nach Deutschland. Deutsche Exporte brechen kräftig ein. Das zeigt so dieses sich eintrübende Bild, das wir schon aus China gesehen haben. Schwache Wirtschaft, Europa schwache Wirtschaft, vor allem Deutschland schwache Wirtschaft, -2,4%, noch schwächer als erwartet. Auch die Importe rückläufig, hier sehen wir, wir hatten diese Erholung seit Corona und dann ist die vorbei. Seit Mitte 2022. Und das ist geschuldet natürlich auch einer Energiepolitik und einer Bundesregierung, die hier unter Bundeskanzler Scholz am Rande, naja, wie soll man sagen, des Kriminellen agiert. Scholz kann sich ja nicht erinnern. Es gibt ja den bösen Witz. Was ist der Unterschied zwischen Biden und Scholz? Biden kann sich wirklich nicht erinnern, den jemand kürzlich erzählt hat. Jedenfalls sind da ja zwei Laptops mit mehr als 700.000 E-Mails verschwunden und der von der SPD berufene Chefermittler hat die offenkundig aus dem Tresor entfernt und versteckt. Das wirkte geradezu seriös. Die Opposition schäumt, wie ich finde, zu Recht. Das Ganze wird jetzt so, aus meiner Sicht, ist das jetzt ein Niveau, bei dem ein Rücktritt von Scholz durchaus schon angesagt wäre. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Empfehlungen. Habeck hat sich heute gegenüber Bloomberg geäußert und gesagt, ich glaube weiter an den Ausstieg aus der Kohle 2030. Wir werden dann mit Flüssiggas, also jenem Energieträger, der so schädlich ist für Umwelt und Menschen wie kein anderer, schädlicher als Kohle, radioaktive Abfälle etc., werden wir das schon hinkriegen. Atomausstieg, Kohleausstieg, 2030, wir steigen also aus allem aus, gell? Und da ist ja der Ausbau vor allem der Windkraft, die viel wichtiger ist als Solar, hinkt ja Kilometer hinter den Erwartungen hinterher. Also das ist Voodoo-Energiepolitik, aber vielleicht muss Robert Habeck, der ja sich ansonsten manchmal durchaus vernünftig äußert, etwa jetzt zu diesem Konflikt Israel-Gaza, oder Hamas, wie ich finde, der muss hier an die grüne Klientel appellieren. Ja, ich stehe weiter zu dieser ganzen Geschichte. Ich wurde heute in vielen Kommentaren auf YouTube kritisiert. Ja, ich würde das Narrativ glauben, dass nicht die Israelis das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza beschossen haben. Leute, es ist offenkundig, es ist eine ziemlich eindeutige Beweislage. Ich kann die natürlich nicht prüfen, aber es ist, alles spricht dafür. Man muss schon, sag ich mal, die Realität ein bisschen ausblenden. Es sind dort Autos explodiert aufgrund eines Querschlägers der Hamas. Das war nicht absichtlich natürlich, aber es war eine Kettenreaktion, die natürlich der islamistischen Welt sehr entgegenkommt, dann zu sagen, schaut ihr, die Israelis, die beschießen hier massiv ein Krankenhaus. Habeck also glaubt immer noch an den Ausstieg aus der Kohle. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Frau Isabel Schnabel versucht wie Barkin das Zinsthema noch wach zu halten. Die könnten weiter steigen, sagt Isabel Schnabel, obwohl wir in Deutschland ja schon in einer Rezession sind, immerhin der größten Volkswirtschaft dieses Kontinents. Also zwei Empfehlungen. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen, ein bisschen mehr Frieden, aber so richtig glaube ich nicht daran. Also bis nächste Woche. Servus, ciao.